Guten Morgen, ihr Lieben. Berlin-Marathon 2025, der 50. Race-Weekend. Ich bin jetzt im Titanic-Chaussee. Es ist 7 Uhr morgens und wir haben jetzt hier einen Shakeout-Run mit Altra, zusammen mit In Silence und Powerbar. Und worauf ich mich am meisten freue, ist, dass ich wahrscheinlich jetzt den einen oder anderen von euch treffe, die hier mal zugucken, mit denen ich auch in der WhatsApp-Gruppe bin und so weiter. Freue ich mich riesig drauf. Also, Altra und morgen Marathon. Jo, ist klar. Hey. Hi. Guten Morgen, was schön, dass du da bist. Ja, danke. So, ihr Lieben, wir sind unterwegs, locker 100 Leute hier dabei, richtig cool, richtig schön, dass hier viele dabei sind, die ich kenne, über den Kanal, über WhatsApp, wirklich richtig schön, freue ich mich total. Kleiner Shakeout dran, ja, ich glaube Richtung Kanzleramt, dann am Ende sind es 5 Kilometer und danach gibt es noch ein kleines Frühstück, deren Shakeout ist mein Tempotraining. Echt überragend. Macht richtig Spaß. Ich bin der Jörg aus Berlin. Wir sind quasi Nachbarn. 2 Kilometer nur entfernt voneinander. Ja. Genau, wir kennen uns über die WhatsApp-Gruppe, über den Kanal. Und genau deshalb bin ich hier, um Leute wie Jörg zu treffen. Hey Jan, hey ja. Danke euch. Danke euch, wirklich. Wirklich cool. Kannst du noch weiter?
So ihr Lieben, guten Morgen. Es ist Marathon Race Day, Sonntag früh. Es ist kurz vor 8 Uhr und ich bin hier quasi auf der Ziellinie, kurz vor, hinterm Brandenburger Tor. Ich laufe jetzt in den Startbereich. Perfektes Wetter. Ich würde mal sagen, jetzt sind so 12, 13 Grad, irgendwas in dem Dreh. Blauer Himmel, kein Wind. Also alle, die rennen, ich glaube, ja, perfekte Bedingungen. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen. Gestern war ja der Shakeout-Run von Altra. Und wie gesagt, das, was ich erhofft habe, ist passiert. Ich habe ein paar von euch getroffen und ich wollte noch mal ein riesen Danke sagen an Lisa und Gabriel. Die haben hier ein Medaillenboard gebastelt, gebrandet mit der Schuhe Non-Elite Running. Unfassbar. Also ich habe oft eine große Klappe, aber da bin ich immer noch sprachlos. Also tausend Dank. Und auch danke an den Jens, der 400 Kilometer gefahren ist, um teilzunehmen beim Shake-On-Run. Morgens mit dem Zug, ich glaube um 1 Uhr losgefahren ist. Auch ein kleines Mitbringsel bekommen. Ich blende das mal ein. Das ist bestimmt ein Lauf, den wir mal machen sollten. Vielleicht auch als Gruppenlauf oder sowas. Also tausend Dank euch und wirklich jedem, der da war. Es hat riesig Spaß gemacht. So, und heute geht es um euch, um die Läufer. Ich bin ein bisschen hinter den Kulissen, in Anführungszeichen. Ich habe hier so eine schlaue Akkreditierung. Damit kann ich in den Zielbereich, in den Startbereich, in die Mixzone und so ein Kram. Und hoffe wirklich, den einen oder anderen von euch zu sehen, auf Video festzuhalten. Und vielleicht macht er die Augen auf und seht euch selber. Also, Happy Marathon Sonntag, euch allen alles erdenklich Liebe. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. So, das ist der Bereich, wo keiner von euch landet, hoffentlich. So, der Zielbereich, da will ich alle nachher gesund und munter sehen. Wenn man die Strecke heute durchgelaufen ist, dann hat man ja eine Vollpension hinter sich. Dankeschön. Einfach Spaß. Achtung, also die Jubiläumsmedaille zum 50. Geburtstag des BMW. Two. One, go! So, die Leben, 20 Minuten hat es gedauert, bis die erste Welle durch ist. Jetzt eine kleine Pause und dann kommt die nächste Start, weil ich weiß jetzt nicht, mit welchen Blöcken das weitergeht. Ich halte die Augen auf und hoffe, den einen oder anderen von euch zu sehen. Aber es ist schon ganz schön aufregend hier. 3, 2, 1, go! Ich gehe jetzt mal da weg von diesem VIP-Bereich und gehe jetzt mal hier direkt noch hinter die Startlinie. Da sieht man es, hinter mir ist das Tor. Ups. Und da ist dann der nächste Startblock. Mal gucken, wen ich von euch sehe. So, der nächste Startblock. Thank you.
trotzdem schön auf der Laufstrecke auf den 42,1. So, ich verlasse jetzt hier den Startbereich und jetzt gehe ich einen Kaffee trinken. Ich bin direkt an diesem BMW-Zelt, direkt an der Startlinie. Also einen Kaffee trinken, was essen. Und ich muss sagen, es kribbelt, es ist so eine unfassbar schöne Atmosphäre. Es sind alles Helden, die hier laufen. 58.000 Helden. Es ist unfassbar, die Atmosphäre, die Stimmung, das Kribbeln, die lächelnden und angespannten zugleich Gesichter zu sehen. Ah. Da denkt man immer, warum läuft man nicht selber im Marathon? So, und hier holen sich nachher die Läufer ihre hochverdienten Medaillen ab. Ja, und nur mal so, ohne Volunteers geht hier gar nichts. Also, ich glaube, jeder, der sich hier freiwillig meldet und hilft, ist genauso ein Held wie jeder, der hier läuft. So, und hier... Hier ist die TV-Produktion, RTL hat es ja diesmal. Ich glaube, René Hieben produziert das Ganze für RTL, kennt er auch, bekannter Sportmoderator. Also hier die ganzen Übertragungswagen und die Übertragungstechnik und so weiter und so fort. Und da ist der Zielbereich. Und hier sind die Zelte dann für danach für die Elite-Läufer, männlich und weiblich. Und da oben ist jetzt mein Essen sozusagen. Da wartet der Kaffee auf mich und da wartet hoffentlich was zu essen auf mich. Und da gehe ich jetzt rein und sehe dann euch beim Einlauf wieder. Hallo. Hallo. Vielen Dank. Ja. So, jetzt bin ich genau an der Ziellinie. Es müssen jetzt so langsam mal die ersten Topläufer einlaufen. Ich bin ja nicht nur zum Filmen hier, sondern ich bin ja hier zum Arbeiten, auch Netzwerken. Deshalb bin ich in diesem VIP-Bereich. Gute Leute getroffen von Erdinger, Sponsoringleiter, vom weltgrößten Marathon, Reiseveranstalter, von Adidas, von On, vom SCC-Events natürlich und. Also das ist hier immer so ein kleiner Stelligein. Und für mich halt beruflich super wichtig, hier zu sein. Aber jetzt gucken wir mal, ob hier irgendjemand mal durchs Ziel rennt. So, das war das Berlin Marathon 2025, die 50. Auflage, 58.000 Starter. Kaiserwetter, eine unfassbare Atmosphäre. Vielleicht habt ihr euch sogar selber gesehen im Video, keine Ahnung. Alle, die gelaufen sind, ja, ich hoffe, ihr seid gesund ins Ziel gekommen, das ist immer noch das Wichtigste. Vielleicht habt ihr sogar ein bisschen Spaß beim Laufen gehabt. Wirklich, wirklich, Chapeau, Hut ab, ihr seid alles Helden. Die Volunteers, ihr seid Helden. Und der eine oder andere lässt sich vielleicht inspirieren und sagt, hey, Marathon laufe ich selber mal. Also, wir gehen jetzt noch zu den Albert-Damen-Saisonauftakt.
Und dann schneide ich noch das Video fertig und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Abonniert hier unten gerne den Kanal, verpasst nichts mehr. Ein anderes Video diesmal gewesen. Nächste Woche geht es dann ganz normal weiter mit dem Garmisch-Partenkirchen-Trail, mit der Vorbereitung auf den Sud. 29 Kilometer, 1450 Höhenmeter. Happy Sonntag, ihr Lieben. Liebe Grüße aus Berlin und Glückwunsch an alle Finisher. Euer Stuart Jan.